Mein Tempel hat dunkle Stellen. Ist der verschimmelt? Hi, ich bin Markus, Gründer der Tempelmanufaktur. Und ich erkläre dir jetzt, warum dunkle Stellen auf deinem Tempel kein Grund zur Sorge sind. Tempeh entsteht durch die Fermentation von Hülsenfrüchten mit einem Edelschimmelpilz. Und wenn die Bedingungen gut sind, dann fängt der Edelschimmelpilz irgendwann an, zur Vermehrung Sporen zu bilden. Diese Sporen sind als dunkle Stellen auf der Oberfläche sichtbar. Diese sind aber vollkommen normal und können ohne Probleme verzehrt werden. Wenn dein Tempeh tatsächlich schlecht wird, erkennt man das meistens an einer aufgeblähten Vakuumverpackung. Wenn du denkst, unser Tempeh ist verschimmelt, dann haben wir alles richtig gemacht. Weil Tempeh ist ja eine Fermentation mit einem Edelschimmelpilz. Diese dunklen Stellen allerdings sind nur die natürlichen harmlosen Sporen und vollkommen unbedenklich. Also, hau rein!